Servus Leute, hier ist wieder dein Rudi vom Motorrad-Helm.com. Ja, ich habe heute für euch wieder ein ganz besonderes Video, und zwar dreht sich heute alles um einen Bandit Fighter Helm und einen GFXR Fighter Helm. Und ja, nähere Details dazu gibt es auch gleich wieder nach dem Intro. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Ja, wie gesagt, gerade schon angesprochen, es geht heute um einen Bandit Fighter Helm und um einen GFXR Fighter Helm. Und zwar handelt es sich aber hier nicht mehr um den Standard Helm, sondern es geht hier wirklich um eine Broken Head Version der ganz besonderen Art. Ja, wir haben diese zwei Dekore entwerfen lassen von unserem Airbrusher. Und die Möglichkeit besteht natürlich auch für dich als Kunden, damit du hier wirklich was ganz Spezielles bekommst. Entweder hast du vielleicht eigene Wünsche, die du damit einbringen willst und irgendwie ein individuelles Dekor für dich extra machen lassen willst, oder dann sowas wie wir jetzt hier machen lassen haben, ist natürlich auch machbar, dass du dir sowas bei uns bestellst. Ja, erst einmal zum Helm, ganz kurz. Bei dem Bandit, wie gesagt, handelt es sich jetzt hier um den Fighter Helm. Ist einfach eine richtig, richtig geile Optik. Also für jeden, der Fighterfahrer ist und wirklich auf was Aggressivem steht, ich denke, dass die Helmschale mehr als aggressiv ist und auf jeden Fall auch dann zu dir passt. Und je nach Dekor kann man es hier natürlich richtig krachen lassen. Wir haben jetzt hier unser Broken Head Logo und unser Broken Head Dekor ein bisschen ausklingen lassen, sage ich einmal. Und also besten Dank nochmal an den Airbrusher, weil er hat hier wirklich richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, wir haben hier oben unseren klassischen Broken Head Totenkopf, der einfach für Freibeuter steht und für Aggressivität und Adrenalin-Therapy natürlich. Und hinten haben wir jetzt dann hier noch unseren Schriftzug mit Broken Head Action Sports. Halte ich auch noch mal ein bisschen in die Kamera, damit ihr das richtig gut sehen könnt. Und ja, natürlich unsere klassischen grünen Farben. Und ja, das Ganze wurde hier einfach richtig gut aufs Dekor ja, verarbeitet, sage ich mal. Oder ja, richtig guten Airbrush auf jeden Fall geleistet. Verschlusstechnisch ganz kurz noch ein bisschen was zu den Daten von dem Helm. Also gewichtstechnisch haben wir jetzt hier bei dem Bandit Fighter Helm ungefähr ja, zwischen 12 und 1300 Gramm. Ist eine recht leichte Schale für so viel Helm, sage ich mal. Und ja, ist aber trotzdem relativ robust und sehr sicher, weil es eine Fiberglasschale ist, wie immer. Und vom Futter her haben wir hier auch wirklich ein sehr angenehmes Innenfutter. Das, wo allerdings hier jetzt nicht herausnehmbar und auch nicht waschbar ist. Was ja normalerweise bei den anderen Helmen fast immer der Fall ist, die ich euch vorstelle, ist jetzt hier bei dem Fighterhelm von Bandit und auch bei den GFXR nicht möglich. Aber ja, ich denke mal ein bisschen, wenn es jetzt wirklich richtig verschwitzt sein sollte, kann man hier trotzdem natürlich ein bisschen mit Wasser oder mit vielleicht ein bisschen Seife oder sowas ein bisschen reingehen und auf jeden Fall ein bisschen was sauber machen. Aber wie gesagt, hier nicht komplett herausnehmbar und waschbar. Vom Verschluss her haben wir jetzt hier den ganz normalen Klickverschluss, der eigentlich üblich ist bei Bandit und auch bei den meisten anderen Fighterhelmen. Also ich habe hier meinen Lösungsknopf, wo ich einmal reindrücke, dann geht der Verschluss auf, und zum Reinklicken einfach in die Verankerung wieder reinstecken, dann ist der Verschluss auch wieder fest zu. Ja, visiertechnisch ist es bei Bandit auch ein bisschen anders gelöst wie bei fast allen anderen Helmen. Und zwar habe ich hier das Visier, dass ich über diesen Knopf erst einmal drüber heben muss, damit ich es dann aufbekomme. Hat einfach den Sinn, weil wenn das Visier unten ist und auch richtig eingehakt ist, dann ist es einfach richtig schön fest zu. Also auch bei höheren Geschwindigkeiten lässt sich da wirklich nichts öffnen und es ist auch richtig fest und schließt auch komplett ab, dass halt da einfach nicht so viel Windzug reinkommt. Ist eine richtig gute Lösung von Bandit, gefällt mir jetzt persönlich ganz gut. Ist natürlich für den einen oder anderen vielleicht anfangs ein bisschen umständlich, das zu öffnen, aber ja, ich sage immer, alles ist eine Gewöhnungssache, und wenn man das dann zwei, dreimal bedient hat, dann ist es auch genauso einfach wie bei jedem anderen Helm. Genau. Das war jetzt mal alles zu dem Bandit. Beim GFXR ist es fast eigentlich das gleiche Prinzip mit dem Visier schon mal. Also ich muss hier auch erstmal über diesen Hebel drüber, damit ich das Visier dann komplett öffnen kann. Zu den Visieren noch, es gibt natürlich auch andere Visiere, also verspiegelt oder leicht dunkel. Die beiden sind jetzt halt komplett, also ganz dunkel getönt, was natürlich auf den Helmen halt am besten wirkt, weil es einfach richtig schön aggressiv rüberkommt. Ja, hier von der Schale her, gleiche Prinzip wie bei dem Bandit auch. Das Futter ist nicht herausnehmbar, es ist wieder eine Fiberglasschale.
vom Gewicht her ist der, glaube ich, ungefähr 50 Gramm sowas, ein bisschen schwerer, was aber nicht wirklich bemerkbar ist. Die Belüftungen haben wir jetzt hier bei beiden Helmen, bei beiden Fighterhelmen wirklich nur im Kinnbereich. Also ich habe hier vorne zwei Lüftungen rechts und zwei Lüftungen links. Sind halt offene Lüftungsschlitze, aber die sind wirklich so abgestimmt, dass da wirklich die perfekte Luftmenge eigentlich reinkommt. Von dem her ist es auch in diesem Helm natürlich einfach nicht zu warm, auch an heißen Sommertagen. Gleiche Prinzip bei dem GFXR auch. Der hat ein bisschen mehr Lüftungen, der hat ja hier vier Stück und hier an der Seite nochmal zwei Stück. Und wie gesagt, perfekte Luftzufuhr ist hier bei beiden Helmen definitiv garantiert und du behältst auf jeden Fall immer den kühlen Kopf bei jedem Wetter. Ja, und wie gesagt, von den Dekoren jetzt her, von den Lackierungen, haben wir hier jetzt einfach mal ein bisschen so eine glänzende Version, wo halt einfach ein bisschen hochwertiger auch rüberkommt, aber trotzdem richtig aggressiv ausschaut, sage ich mal. Und bei dem GFXR haben wir ein bisschen was Mattes machen lassen. Hier auch wieder viel mit unseren Totenköpfen gearbeitet. Hinten dann unser Broken Head Logo mit drauf, mit dem Schriftzug wieder Broken Head. Und an der Seite ist hier noch so eine Zungenblecker-Zunge, was auch richtig geil kommt auf dem Dekor. Und wie gesagt, das Ganze gibt dann einfach einen richtig geilen Helm ab mit diesem Totenschädel. Einfach der, wo hier vorne dann noch ein paar Zähne drin hat. Wie gesagt, kommt einfach richtig geil rüber. Ja. Wie gesagt, jeder, der sowas haben will, der auf Fighter-Helme steht, der auch selber ein richtig geiles Bike hat und ein Fighter-Fan ist, sollte sich auf jeden Fall bei uns so einen Helm wiederholen. Wie gesagt, es ist hier eigentlich fast alles möglich, dadurch, dass wir einen Airbrusher haben, der wo das Ganze für uns macht. Also wenn ihr wirklich irgendwelche individuellen Wünsche habt und eigene Logos vielleicht habt, die wo irgendwie auf den Helm mit drauf sollen, schickt uns das einfach zu. Wir machen euch ein Angebot, was das Teil dann kosten soll, der Helm. Und dann können wir das natürlich für euch machen. Oder ihr sagt, hey, mir gefällt der Broken Head Bandit Helm, so wie er da ist, richtig gut, den möchte ich so haben. Fragt es bei uns einfach an, welche Größe. Und ja, dann können wir natürlich über den Preis dann nochmal reden. Ist natürlich immer abhängig, ich kann euch da jetzt noch keinen Festpreis nennen. Der Helm an sich liegt irgendwo bei 300 bis 400 € und die Airbrusher-Arbeit ist dann natürlich auch nochmal ein bisschen teurer. Also man muss hier auf jeden Fall schon so um die 1000 bis ja, 1200 € rechnen, je nachdem, was man halt wirklich auf den Helm dann noch drauf haben möchte. Und ja, wie gesagt, ich denke, da ist einfach wirklich fast alles möglich. Und auf jeden Fall ist es für die interessant, die wo wirklich sagen, hey, ich möchte was anderes haben wie alle anderen. Ich meine, jeder hat fast heutzutage einen Fighter-Helm, der dann schwarz-matt ist oder sowas. Und wenn man sich da einfach von der Gruppe oder von den anderen einfach ein bisschen abheben möchte, dann kommt auf jeden Fall zu uns hier in den Shop, schaut euch die Helme vor Ort direkt an, wie sie ausschauen und wie die Airbrush-Arbeit auch gelungen ist. Und dann könnt ihr euch einfach davon selbst überzeugen und so einen Helm dann natürlich bei uns bestellen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war auch sehr informativ hoffentlich. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hier ist dein Rudi vom Motorrad-Helme.com. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Ciao.